Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Primitive Society Simulator. Oder eigentlicherweise dem. Ich habe am Anfang verkackt, Simulator. Ne? Müsste ja, steht das nicht? Ja. Ne? Morgana Bär. Kolokratz. Chromoktul und. Nö, noch mehr nicht. Aber wir haben noch drei ältere, die, ich sag mal so, auch nicht mehr so lange durchhalten werden. Also hier Nokluk Priel 1, also aus der Generation Trakatul, Nokluk Priel, Bolnahart. Die werden das nicht mehr so lange mitmachen. Aber erstmal hier geschaut. Ich habe hier noch was Neues gefunden. Also, müsste man jetzt den Erfinder bestimmen. Ah, klack. Scheint so neu zu sein, dass da nicht mal eine Übersetzung gibt. Aber guck mal, Lederrüstung können wir jetzt auch schon. Und dicke Erdplatte. Das heißt, wir könnten jetzt sogar schon ein Erdhaus bauen. Wow. Haben da aber nur Trakatult und der wird es nicht mehr lange tun. Na? Ja, ich weiß das jetzt ganz einfach mal schon zu. Viel Spaß mit zwei von den Dingern. Also theoretisch könnten wir jetzt Töten bauen. So. Wo sind die jetzt eigentlich alle hin? Ach, die hockt da rum. Genau. Zack. Und träumt ganz einfach vor sich hin. So kann man das auch machen. Jo. So. Oh, hier fehlt sogar Nahrung. Wenn was schön ist, dass Nokluk Priel und Trakatult vieles jetzt auf die Steine schreiben, bevor sie dann umfallen. So haben wir zumindest hier 900 Schriften und hier 21 oder 22, ja. Ja. Im Endeffekt ist es so, wir haben hier... Nein, nicht abreißen. Ich fühle mich schwach. Problem ist bei ihm. Er hat null Erholung. Er hat ein hohes Alter. Neuropathie, ja gut. Ein Herzversagen und keine Erholung. Das heißt, das tickt hier so nach und nach herunter. Und das heißt... Oh, man geht auch hops. Ich meine, bei ihm sind es noch 250 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Ich meine, so können die jetzt hier noch ein bisschen Wissen weitergeben. Aber wir sind dann von... Was waren es? 12, genau, 12 waren es vorher. Auf dann jetzt 9 und dann kommen wir auf 1, 2, 3, müssen wir gucken. Kommen dann nur auf 6. Das Problem ist eigentlicherweise, das hätte mir ja mal jemand sagen können, dass die böse sind. Nein, also eigentlich war es mein Fehler. Hätten wir die zwei damals jungen Damen ja, nicht verloren. Das ist viel besser als meine bloßen Hände, ja. Achso, er versucht jetzt dann noch ein bisschen Kreation weiterzumachen. Lederrüstung und dicke Eisenplatte. Dichte.
Steintafel überhaupt. Ich meine, das hier wäre ja schon mal interessant, so ein Haus. Aber am Ende wird es so sein, dass wir. Was? Spricht jetzt die Leute schon selber an? Am Ende wird es so sein, dass ich nach langem und reiflichen Überlegen, dem Für und Wider abwägen und allem blub 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 festgestellt habe, ich hab's verkackt. Ganz einfach. Ne? Also dadurch, dass die zwei Frauen dann gleich am Anfang weg waren, hatten wir natürlich nicht genug Nachwuchs. Ja. Ich meine, dass wir jetzt Grunzibert haben, die zwei Hunde. Aber Grunzibert und. Oink, oink. Das war das Kreativste, was ich mir jemals hätte einbilden können. Ja, ist ganz einfach. Man könnte sagen, wir sind ganz einfach stuckt. Das wäre jetzt, oder ist jetzt mehr oder minder noch mindestens 3 Generationen, um irgendwie die Nase können, noch 3 Generationen, um irgendwie das Ganze wieder zu stabilisieren. Und ganz ehrlich, das würde ich euch nicht antun. Das klingt total böse jetzt, ja. Dementsprechend wird es so sein, dass die Staffel 1 von Primitive Society Simulator mit diesem Video endet. Ist natürlich schade, ja. Gleichzeitig kann ich aber schon mal sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Ich denke mal auch eine dritte, vierte, fünfte. Na gut, fünfte vielleicht nicht. Moment. Den Kram könnte mal jemand wegräumen, ne? Naja, gut. Genau, also die Staffel wird damit jetzt zu Ende sein hier. Es wird eine neue Staffel geben. Ich werde aber vorher ohne Aufnahme, also privat in dem Sinne, ein, zwei Durchläufe spielen. Um ganz einfach so die Anfängerfehler, ne? Die ja, ich sehe es nicht als schlimm an, dass die passiert sind. Genau, damit diese Fehler ganz einfach nicht passieren. Denn ich habe ja damals gesagt, wir fangen die Staffel an. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, habe das bei jemand anderem schon gesehen in der Preview. Irgendjemand soll. Achso, nee. Na egal. Hatte das in der Preview gesehen und hab's dann ganz einfach angefangen ohne Ahnung. Ich kenne Politiker. Nein, lass mal das. Inzwischen weiß ich ein bisschen mehr, werde auch die Tutorials mir mal anschauen, so dass wir in der Staffel 2 anfangen können, richtig zu spielen. Dass wir bei den Kreationen, ich hatte gehofft, dass er das schafft, aber nein. Ich mach's mal ganz schnell, vielleicht kriegen wir das dahin. Einfach mal ein Haus zu designen. So wie das aussieht, eher nicht. Gespeichert. Na, die müssen ja dreimal hier sitzen. No, das ist überfüllt. Kann ich dem Kind sagen, dass er schlachten soll? Kann. Schlachte mal. Also, wie gesagt, das Spiel ist komplexer als Going Medieval. Dementsprechend, ja, ist vielleicht das, ich fange jetzt einfach mal an, ohne irgendwie eine Vorahnung zu haben. Ein bisschen, naja. Ja.
Ja. So. Lass mal gucken. Nö, kriegt er nicht hin. Na, ich will jetzt auch nicht ewig lang da jetzt sagen, nee, das wird nichts und ist ja schade und wir sind ja, also du und ich und vielleicht der andere, der noch mit zuguckt, wir sind ja relativ erwachsen. Übrigens, die Ernte ist reif. Du kannst gleich mal, machst das natürlich. Möchtest das natürlich wieder nicht machen. Also irgendwie muss mir ein Update gegeben haben. Viele Platzhalter sind jetzt drin. Ne? Ja, ich lasse das jetzt einfach nur ein Stück noch weiterlaufen, während ich das sinnlos vor mich herbrubbel und nicht weiß, was ich sagen möchte. Es wird eine zweite Staffel geben. Ich werde mir da wesentlich mehr Mühe geben. Werde vorher noch mal schauen, was wie gemacht werden kann. Und ich hoffe vor allem, dass sie nicht wieder dieses in Anführungsstrichen Design der Siedlung des Ortes oder wie man das auch immer nennen möchte, dass das nicht wieder gleich wird, weil sonst wäre es ja langweilig. Oh. Nee, ihr wartet mal. Wir machen das mal ganz einfach so ganz am Ende. Nochmal Befehl und ihr lauft dahin, mal gucken, ob wir es überleben. Ist ja jetzt nicht so, dass Heuschrecken irgendwie anstrengend sind oder so. Das sind 5 Heuschrecken, das ist schon ein bisschen mehr. Nö, herzlichen Glühstrumpf, die haben wir besiegt. Übrigens, ja, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, man kann hier dann noch die Kriegstrommel trommeln. Muss ich jetzt mal gucken. Das ist jetzt noch einfach mal für mich so Interesse halber. Also soll man angeblich machen sollen. Können kommandiert werden. 0. Davon 0 schlagen die Trommel. Das heißt, ich muss. Ah. Möchtest du? Nein, du möchtest nicht. Das aber auch, wenn du einmal daneben drückst, ne? Und jetzt sehe ich, ich habe fast 14 Minuten. Fast 14 Minuten gequasselt. Das geht aber schnell hier, bis auf 16-fach. Dann könnten wir noch die. Wir können Gras anbauen. Wow. Das ist aber ein bisschen neu, ne? Mach mal. Also, ich kann. Ja, da steht nicht viel dazu. Das ist aber interessant, ne? Ach, gucke, dichte Platte ist auch schon erforscht. Lehrer verstorben, ja. Wir schauen uns ganz schnell mal noch an, wie. Hier haben wir eine wunderschöne freie Fläche. Wie das aussieht, wenn man ein Gebäude baut.
So, eine Tür wäre da noch sinnvoll, ne? Das da steht für Tür. So, und eine Wand hin und... Bisschen Boden macht ja Sinn, ne? Wait a minute. Also ich könnte jetzt eine Treppe bauen, ja, die macht keinen Sinn. Aber wir könnten ja mal schauen. Was ist das preisfest? Pop, pop, pop. Ach, kann nicht auf Dach gebaut werden. Ach. Ja, gut. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Geschichte, da muss man etwas machen. Und das Ganze sich anschauen. Das werden wir aber dann auch in der Staffel 2 machen. Ich meine, grundsätzlich, wir haben das erforscht, dass wir ein Haus bauen können, wir können eine Brücke bauen. Das ist dann eigentlich total toll. Ne? Gut, ohne da jetzt ewig lang weiter zu quasseln, sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Ich sehe gerade, wir haben ja kaum noch Lehrer. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, dass viele Tipps gegeben wurden und dass ja so viel Kleidung rumliegt. Aber naja, gut. Die Bollen haben, warte mal, du trägst hier mal sammeln. Sie hat da genau ein HP. Um. Na, das ist genau das, was ich meinte. Jetzt sind es nur noch 7. Da kommen wir nicht weit. So, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und ich denke, in Staffel 2 machen wir das besser. Vor allem ich. Für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Und vielleicht interessiert dich ja auch Going with Evil oder am Wochenende der Supermarkt-Simulator. Dann schalt gern ein. Ciao, ciao.